Es ist so eine schöne Nacht. Es ist so ruhig. Eine Grille zirpt. Naja, wenn ich da hingucke. Was für ein Desaster. Aber erst einmal, hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Dying Light. Da ist was zum Einsammeln. Eine Klinge. Warum ping ich denn schon wieder? Nix. Hocken die ganz schlimm da auch immer noch davor? Einer mit Auge. Ich könnte ja zumindest mal mit Tarnung die platt hauen. Dann bräuchte ich hier aber erstmal jemanden, der ganz normal einfach zu erledigen ist. Ach, dieses hier in Läden oder Wohnungen gehen und sich Zeug mitnehmen, was man zum Überleben basteln braucht, das macht so einen Spaß. Jetzt hätte ich es nicht machen sollen. Hätte ich etwas Lebenspunkte erhalten können im Zweifelsfall. Etwas. Schnurr. Ah, hier war mal Strom drauf, hä? Oder? Nee, einfach nur wegen der Pfütze haben sie sich hier was gebastelt. So, in der Gasse eingesaut. Der ist da immer noch. Hä, wer grillt denn nicht? Warum grillt mich ein Zombie, denkt er sich? Boah, das sieht übel aus. Und er ist auch nicht nett. Nee. Überhaupt nicht. Jetzt Dampf geben, abgeben, abhauen, tschüssi. Geh und dann ihn anblenden. Könnte man machen. Naja, ich schisse, aber hey, wenn man so überleben kann, kommt der Feind gleich runter. Hm. Rennt rein, kommt. Mann. Nee. Achtung, nicht mehr viel Leben. Au. Kaffee. Ah, oh, ich möchte die Nachtschwärme noch erwischen. Das war doch einer, oder? Der sieht aber etwas stacheliger aus als seine Kollegen. Der müsste schon einiges weg haben. Wir haben auch gleich einiges weg. Hochhaken wäre jetzt gut. Hab aber das Gefühl, er rennt uns nicht hinterher. Vielleicht, weil wir getarnt sind. Sobald wir nicht mehr direkt neben ihm stehen, ist es dann ihm egal, hä? Zwei Alarmstufenpunkte sind noch grau. Mist. Verfolger abgehängt. Boah, die hat Pusteln. Wieder eine ganz große. Nicht dieses gleich, jetzt müssen wir uns eigentlich anstacheln. Kopf angepiekt. Sag mal, wir sind nett. Zählt das diesmal? Ja. Oh. 10 Medkits, Mann, ich wollte mal eigentlich welche ansammeln für einen weiteren Versuch. Gefängnis, Einbruch. Oh, die Sicht ist gerade echt beschissen. Da ist er aber wieder. Du musst doch auch mal sterben, Kollege, komm. Das ist zwar nicht die allerstärkste Waffe, der Kampfhammer ist schon nicht ohne. Jetzt, glaube ich, hin. Gut. Titan, geil. Jetzt kann uns gar nichts mehr, jetzt haben wir uns mit ihm eingerieben. Oh, oh. Oh, wie kommt er denn da rein? Titan ist gut. Schaut mal, wo er steht. Das ist doch eine Einladung. Oh.
Wir stinken so, dass sogar ein Zombie umfallen muss. Wir könnten ja was anziehen, wenn wir hier eigentlich auch so machen, ne? Macht er auch Funken? Eigentlich müsste das Funken machen. Und dann angehen. Wenn wir Glück haben. Hä, okay, da liegt doch gar keiner mehr. Ich mache auch gerade die Waffe kaputt. Das war jetzt nicht die allerbeste, aber immerhin eine etwas aufgemotzte. Wie spät haben wir es denn? Ah, es wird bald Tag. Er hat sich rausmanövriert. Da wäre er nicht fallen. Mist, das war jetzt so nicht geplant. Das Feuer sieht in dem Spiel auch schön aus. Ich würde mir jetzt eigentlich bloß das Feuer von hier oben angucken. Komm, Todesstoß. Jetzt kommt das Feuer gleich auf uns, da war was. Jetzt wird es gleich, aua, auf uns. Ja, kommen sie hier rein. Wenn die hier blöd dran vorbeilaufen, dann piekt es die doch auf, ne? Au! Ja, gar nicht mal so schlecht, die Stelle. Wenn sie hier blöd ankommen, können wir ja noch etwas korrigieren mit erstmal nach hinten schubsen. Nacht schon vorbei. Oder halt den machen. Hey. Hoppala. Fuchtender. Ja, genau, sehr schön. Fuchtender direkt rein, wo er hingehört. Der hampelt aber rum, wie es mir scheint, ja. Gleich wieder tot, Achtung. So, Zeit zum Heilen. Au. Sagen Sie mal, hören Sie auf. Die wollen gerade nicht auf uns zulaufen. Ich wollte die da eigentlich reinpieksen. Nicht so normal. Was ist der dritte? Hallo. Es regnet Zombies. Jetzt will ich die aber auch einsammeln. Ach, ist das ein Spaß. Was war das? Kaffee, okay. Jetzt kommt wieder so ein morgendliches Anzünden. Es kommt nachts nicht. Oh, da ist ein Aufgang. Angucken, angucken. Von irgendwo oben. Aua, Feuer. Ja, wollte schon sagen, kommt nicht, doch. Oh, hier ist jemand ausgebrochen. Ich will auch bloß so einen Aufgang gucken. Schon jemand. Boah. Moment mal kurz. Spiel. HUD ausgeblendet. Damit haben wir auch keine Lebensanzeige mehr. Aber schaut mal, wie schön das Spiel ist. Also solche Möglichkeiten finde ich im Spiel toll. Ausgeblendetes HUD. Mann, wenn die jetzt nicht wären, dann könnte ich in Ruhe gucken. Hau ab! Leben, hoffentlich genug. Ist auch eine Herausforderung, mal so zu spielen. Wann ist die Waffe kaputt? Wenn sie nicht mehr so viel Schaden macht? Wann sind wir kaputt? Wenn wir besonders viel Aua haben? Nein, jetzt nicht so viele. Oh Gott, ich sollte mich vielleicht gleich mal heilen. Der Sonnenaufgang ist gleich schon wieder... Der schönste Teil ist gleich wieder vorbei. Ich mach mal kurz wieder an. Also komplett ohne Anzeige. Man könnte das ja wenigstens auf ein Minimum reduzieren. Aber hier gibt's, ja gut, hier gibt's schon voll, keine Navigation und ausgeblendet. Das ist schon eine Unterscheidung, aber
Ich hätte ganz gerne bloß Leben und Waffenzustand. Und vielleicht was unten links gerade ausgerüstet ist. Naja, man kann vielleicht nicht alles haben. Oh Gott, ey. Ihr nervt gewaltig. Dieser schöne Sonnenaufgang, der war bloß kurz vor uns genießbar. Boah, wie viele hier ankommen. Ich fass es nicht. Er nervt. Eins fällt runter. Sehr schön. Ach, ist im Arsch. Gehst runter. Mann. Pff. Tschüss. Ist jetzt Ruhe? Das ist trotzdem noch schön. Kommt noch eins an. Immer wenn ich das HUD ausmache, dann kommen besonders viele. Wir haben bestimmt dann nicht mehr so viel Leben. Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe hier gucken, ey, ihr Pappnasen, Nervsägen, Viecher. 107, nicht mehr. Komm mit dem Kopf auf, du blödes Vieh. Aua! Oh, blöde Satellitenschüssel. Die nervt auch noch. Jetzt springt er runter. Mhm. Mach mich raus. Ich will mich jetzt nicht tarnen, weil dann ist die Sicht wieder scheiße. Ich will zumindest mal 10 Sekunden genießen können. Das ist ein geiles Spiel. Ja, Optik ist nicht alles, aber wenn die toll ist, dann macht das schon viel aus. Und wenn das Spiel drumherum auch richtig schön ist, dann ein Genuss. Ein Genuss und dann sowas. Man sieht auch nicht, ob man nicht schon geplündert hat. Aber schaut mal, dieser Mittelpunkt, der ist noch da. Falls man zielen möchte. Das ist nicht so krass wie in Kingdom Come Deliverance. Da hat man nämlich gar kein Pünktchen. Ach, aber ohne HUD ist echt cool. Ganz dezent. Vielleicht ein Streifen nur unten, wo alle wichtigen Anzeigen sind. Ganz dünn, unten ein Streifen mit wie viel Leben hat man. Vielleicht noch die Ausdaueranzeige. Schade, dass man das HUD hier nicht komplett anpassen kann. Ich meine, Spiel, wir machen es mal an, dann kann ich ja ansagen, was mir zum Beispiel absolut unwichtig ist. Die Legendenstufe oben links zum Beispiel interessiert mich nicht. Dass wir keine Medkits mehr haben, das würde ich mitbekommen. Deswegen ist die Anzeige, wie viele Medkits wir haben, jetzt auch nicht so wichtig. UV-Lampe, gut, kann nicht schaden zu wissen, was wir da gerade ausgerüstet haben, wenn wir da drauf gehen wollen. Wie viel Munition? Merkt man, wenn die Waffe alle ist. Ist sie alle? Wenn sie kaputt ist? Das merkt man in dem Spiel eigentlich auch. Man kriegt die nur noch sehr schwer klein. Dann sollte man einfach mal reparieren. Oder ins Inventar gucken. Und da sieht man ja dann die Werte, wenn man die Zeit dafür hat. Wenn man die Zeit dafür nicht hat, dann repariert man einfach so. Und wenn die Waffe doch noch 10 Punkte hat, 10 Haltbarkeitspunkte, dann, tja, Pech. Missionsziele. Würde ich jetzt auch nicht die ganze Zeit eingeblendet haben. Höchstens beim Ping. Das wäre cool, wenn man bloß beim Ping... Oh! Moment, das probiere ich aus. Das geht vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Da kommt mir gerade eine gute Idee für Techland. Ausgeblendet. Wenn nur beim Ping sowas wie Lebensanzeige angezeigt werden würde. Oder dass man sich auf der Uhr anzeigen lassen kann, wie viel Leben man hat. Dann drückt man eine Taste, guckt auf die Uhr. Aha, Waffenhaltbarkeit. Das ist auch da drauf. Eine schlaue Uhr halt. Man könnte sagen Smartwatch. Ja, sowas eben. Das wäre cool. Die Uhr mit mir einbinden. Das
frage ich mich ja sowieso schon, warum man das so, ich sag mal, geringfügig macht. Ich würde gerne einfach anhand... Au. Anhand der Uhr gucken können, wie spät es ist, ohne ins Menü zu gehen. Aber die Uhr zeigt immer die gleiche Zeit an. Auf dem Handgelenk. Mir ist nichts mehr übrig nach dem Brandanschlag. Rais und seine Leute. Irgendwas hat oben rechts ge... Einkaufswagen. Hier ist gerade erstaunlich ruhig. Schaut mal an. Auf die Pustel wollte ich schießen. Ist mir ganz gut gelungen. Platz. Wann ist Todesstoß drin? Jetzt. Die Todesstoßanzeige. Gut, das ist mal auch nicht, was wir einsammeln. Ah, das würde ich mir für Dying Light 2 wünschen. Ein Spielen ohne HUD, wo man aber ganz gut damit spielen kann. Also ein paar Sachen vermisse ich schon, obwohl ich nicht viel brauche. Aber naja. Zumindest den ganzen Missionskram, den würde ich mir dezenter oder zum besser platzieren wünschen, dass ich das einfach komplett in die Ecke hauen kann. Das ist mir zu weit in der Bildmitte und dann halt auch zu weit unten. Aber da kann ich nur Codemasters loben für den Loot-Konflikt da rein oder so. Die bieten die Möglichkeit, einzelne Elemente von der Größe her, von der Transparenz und von der Position her anzupassen. Und bei Bedarf kann man sogar einige Sachen vom HUD komplett deaktivieren. Auch wenn ihr da nichts mit anfangen könnt, mit der virtuellen Formel 1. Wenn es euch eben mal interessiert, habe ich ja schon an so vielen Stellen nahegelegt, dann guckt einfach mal in der Playlist rundum, zum Beispiel, aua, stinkst. In der Playlist rundum F1 2019 oder 20, 2019 kam das zum ersten Mal rein, oder hat das Einzug gefunden, guckt da einfach mal nach, nach dem Video HUD-Anpassung. Hatte der Küchenkram gerade noch Untertitel? Achso, Lebensmittel. Hey, mein Futter. Geh weg. Du guckst nicht so. Ja, ich wollte ihn gerade rammen, dann kann ich ja noch einen Todesstoß machen. Oh, so viel. 73 Münzen, Dollar. In so einem kleinen Telefon. Na, Zelle kann man sie nicht nennen. So, mal einleuchten. Nix. Ich könnte mich eigentlich mal auf dem Weg zur nächsten Quarantänezone machen. Jetzt war gerade Nacht. Ach nee, ich wollte ja mal wegen der Pistole gucken. Wir gehen mal kurz zum Turm. Gucken, ob es vielleicht im Angebot oder in unserem Spielerversteck noch eine bessere Pistole gibt. Nein, Faruk, kannst knicken. Da fasse ich doch lieber eine Mülltonne an. Wir können noch Sachen abgeben. Bringen Sie das Paket zum Quartiermeister und wir können es bekommen. Jawoll, neue Legendenstufe. Und Klinge, Moll, Dietrich, Klebern, Medkit. Plastikteil, Hippe. Sehr schön. Da steht sogar Tim Cook auf. Was würde ich nicht dafür tun, um aus Harran wegzukommen? Auch eine Hippe, die sprechen sich doch ab. Auch wieder ein Medkit und Moll. Es muss einen Weg nach draußen gehen. Hey, ich hätte da ein Schnee. Nee, bei ihm gucke ich jetzt nicht. Am Ende ärgere ich mich, wenn er was ganz Tolles hat, wobei. Vielleicht werde ich nie erfahren, ob er was Tolles hat. Ah, nur lila, das Maximum. Der Baseballschläger sieht aber ziemlich unrund aus. Sieht aus wie ein Cricketschläger. Falsch benannt, hä?
Ein irrer Dolch. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Metallteile, wenn Mull, wenn Medkits im Angebot sind, dann kaufen. Apropos kaufen, verkaufen. Schon wieder über 1000. Flüchtergewerbe bekommt er nicht. Raispistole ist total bescheuert, das ist eine Feuerstoßpistole. Keine besseren Angebote. Wir haben eine blaue Pistole und ich habe nichts Lilanes. Also besser als die deutsche goldene deutsche Pistole haben wir nichts. Gut, dann werde ich den Schalldämpfer mal noch nicht sofort herstellen. Ich warte einfach mal ab, ob ich noch ein paar Pistolen zu Gesicht bekomme und werde dann dementsprechend einfach gegebenenfalls was kaufen oder einfach die goldene deutsche Pistole nehmen. Vorsicht. Quest. Tiefgarage haben wir schon. Wobei, das war die Tiefgarage. Wiederholbar steht da auch. Zumindest mal alle einmal gemacht haben. Apropos gemacht haben, haben wir gerade dafür was bekommen. Tja, das können wir jetzt knicken hier, da muss ich mir was anderes überlegen. Schusswaffen oder halt hier Wurfsachen oder Energierückgewinnung zum Beispiel. Also Lebenspunkte-Rückgewinnung, Heilungseffizienz. Das war die Heilung im Allgemeinen. Zwei Gesundheitsstufe plus zwei Gesundheitsstufen, erhöhte Heilung. Dass wir nicht mehr nur bis 45 heilen, ist es das? Ausdauer, puh, kann auch nicht schaden, kann alles nicht schaden, so ist es ja nicht. Heilungseffizienz. Wir bekommen mehr Lebenspunkte pro Medkit. Effizienz, ja, wird sein, dann hole ich mir das. Dann können wir auch vielleicht mal mehr als 107 Punkte heilen. Fange ich jetzt hier an. Wurfgeschoss habe ich ja bloß angefangen wegen Hellraid. Nein, haben wir gar nicht. Du Spiel, du lügst doch. Karte, dann wird jetzt die Tiefgarage dran sein. Ich mache das jetzt von oben nach unten weg. Als Panikausbruch. Brachte das Militär eine Gruppe gesunder Zivilisten fort von den Wisst ihr was? Wir bekommen den Text auch nochmal, wenn wir die Quarantänezone laden. Dann lese ich das da vor. Ich komme gerade nicht klar. So, die Waffe hat noch zwei Reparaturen, die gar keine mehr. Eine Haltbarkeit noch. Tschüss. Dann zerlege ich die auch, dann haben wir mehr Platz. Wir haben ja noch ein paar Tausender. Zweihandwaffe steht jetzt hier nicht, aber wird bestimmt eine sein. Wenn ja, dann kann ich die ja gegebenenfalls verscherbeln. Ich benutze die mal kurz. Ja. Gedrückt halten wie Sort. Mit Drehung. Kann allen voran gegen die Dicken nicht schaden. Ich behalte die doch mal. Hätte ich auch mal gegen den Minotaurus einsetzen können. Hätte ihm bestimmt, schätze ich mal, auch viel Schaden gemacht. Aber ich habe mich dann lieber auf Fernkampf konzentriert, solange er nicht eingesperrt war. Behalte ich mal. Ah, da habe ich bloß eine Waffe und dann... Ah, gefällt mir aber auch nicht. Klar, den Kampfhammer haben wir noch, aber das ist ja schon unsere Waffe für besondere Dinge. Dann nehme ich die doch mal rüber, aber ich nehme die auf jeden Fall mit. Ich will zwei gute Schlagwaffen haben. Habe ich irgendwas mit Handling über 100? Dann könnte ich mich ja mal daran ausprobieren und dann kann ich auch mal euren Ratschlag. Was hast du gemacht, als die ganze Sache losging? Aus den, ich sag mal, in Anführungszeichen ersten Folgen umsetzen, aus den ersten 119. Habe ich noch eine im Spielerversteck. Tahirs Waffe. Feuerwehraxt ist zweihändig. Vorschlaghammer. Oh, ich habe bloß was Blaues maximal. Sichelmäßiges. Schade, gar nichts. Hast du dein Angebot gewechselt? Nee. Ein Dolch. Ach, kostet 21.000, will ich nicht so viel ausgeben. Nee, das ist doof.
hat auch nicht 100 Handling. Vielleicht finden wir doch noch eine passende Waffe aus dem Versteck. Derselbe, den haben wir modifiziert, deswegen hat er über 100 Handling. In ganz Haran keine besseren Angebote. Wenn ich mich noch recht entsinne, war das speziell die Sichel, die mir empfohlen wurde. Das war's zum Werfen, ne? Na gut, dann halt auf die Suche nach einer Pistole begeben und nach einer Sichel. Oder generell einer Waffe, die halt über 100 Handling hat von Haus aus. Du findest ihn ganz heran. Dann werde ich mir jetzt hier aber was noch zurechtlegen müssen. Krokodilmachete, ein Tausender Lila, aber eben bloß ein Tausender. Macht mehr Schaden, kann aber halt nicht so oft repariert werden. Dann habe ich aber zwei Macheten. Das sind ja auch irgendwie meine Lieblingswaffen. Ich nehme mal das Hackmesser mit. Du findest ihn ganz heran. Keine fantastisches Orient-Hackmesser. Ich glaube, was drauf basteln werde ich nicht, so Champion oder Vollstrecker. Das hebe ich mir für die besonderen Waffen auf. Ab sofort. Benjamin Franklin, das ist irgendwas mit Strom. Ja, Elektrizität Stufe 1, Schweißer Mod, Feuer 2, Bluten 3. Mal wieder was anderes nehmen. Lähmen, ländlicher Fluch. Geht aber alles nicht. Die Bastard-Mod, die hatten wir schon mal, meine ich. Aber beides nur Stufe 1, aber halt zwei Sachen. Stufe 2 Feuer und einmal Elektrizität Garmeister-Mod haben wir, glaube ich, auch schon mal verwendet. Da kann ich mich aber auch selbst anzünden, wenn die uns dann zu nahe kommen. Ach komm, mal was riskieren. Wir haben so wenig Sprühdosen, Mann. Dann habe ich hier Feuer und Elektrizität drauf und dann gucken wir uns hier noch was aus. Hatten wir gerade erst Zombie Classic Mod. Elektrizität Stufe 2 wäre wieder was mit Elektrizität. Das Zeug ist bloß grün. Naja, gucke ich mir jetzt nicht weiter an. Engelschwerter Mod, Elektrizität und Feuer Stufe 2. Ich sollte mal nach Sprühdosen in den Händlern, bei den Händlern Ausschau halten, nach Stromkabel. Eigentlich nach allem. Ich sollte mir auch Kleinkram kaufen. Ich meine, wir haben genug Geld und dann kann ich halt mehr bauen, wenn es im Zweifelsfall drauf ankommt. Wobei Einsammeln macht auch Spaß. Das Ganze nur durch Sammelei finden. Feuer und Wucht. Nur Feuer. Wir haben Feuer und Elektrizität. Nur Wucht wäre eigentlich nicht verkehrt, aber dann ist das bloß Stufe 1 hier. Ne? Machen wir es mal. Ja, Fastball. Forstball. Schnellball. Spezial. Oh, ich habe das vorhin gar nicht vorgelesen. Gibt es hier Baseball-Fans? Wollen sie auch schon immer mal einen Zombie über die Spielfeldbegrenzung katapultieren? Dann treten sie vor zum Mal. Mal im Sinne von was Mampf? Mal, das wird mit H geschrieben. Mal im Sinne von versuchen sie es mal. Dann treten sie vor zum Mal. Keine besseren Angebote. Ja, ja, Quatsch nicht. Nehme ich mal. Gut, dann können wir uns jetzt wieder auf die Reise begeben. Wo müssten wir hin, ne? Blau. Was sind das nahe? Ist das Omar oder wie oder was? Da war was mit 22 Metern. Das ist doch die Tiefgarage. Da sind wir hin. Dann ist Apartment noch was anderes. Apartments oben, Tiefgarage unten. Ach so, okay. Dann bin ich einfach zu was anderem gerannt. Dann markiere ich es mir sich jetzt aber mit Blau. Da muss ich aufpassen, wenn ich die Folge betitel, dass ich hier nicht Tiefgarage hinschreibe, denn ich bin von Apartments ausgegangen. Obwohl das eine Tiefgarage war, aber Tiefgarage der Apartments habe ich mir halt gedacht. Puh. Schönes. Oh, wie kurz. Ja, kurz halt. Aber wenn ich schon diese Machete sehe, cool, ey. Da geht's lang. Halber Kilometer. Medkits, ja,
könnte ich mir ein paar bauen. Jetzt stehen wir hier draußen rum. 14 Stück haben wir nur noch. 7 mal 2. Ich verballer mal nicht alles, weil das Zeug können wir auch für was anderes gebrauchen. Was macht denn jetzt eigentlich hier für Schaden? Falsch. Das Hackding schlägt schneller und macht mehr Schaden. Okay. Ablenken lasse von Kleinscheiß. Oh, hier oben ist ja unsere schöne Stachelgasse. Wann geht denn das mal wieder weg? So schnell offenbar nicht mehr. Stachelgasse. Oh, das ist einladend. Das mal schon die Hälfte selbst da reinlatscht. Ach komm, ich lasse es mal lieber. Wo das echt Spaß macht. Dieses Spiel. Na, ich wollte ja drauf laufen. Hallo. Ah. Jetzt der Tag, dann könnte ich ja eher den Wurfarm verwenden. Wurfhaken. Wurfarm. Hä? Hab ich den abgelegt? Ich hab den umschaltet. Da ist er. Umschaltet. Das ganze Spiel mal nur mit Wurfhaken fortbewegen. Nee. Ich bleib mal lieber oben, dann kann ich eher ein Hindernis überqueren. Oh, ich hänge, dann kommt das Vieh gleich ran. So, Waffe ausprobieren. Es hat zwar gebritzelt, aber es britzelt nicht das, was getroffen wurde. Oh, ich fall gleich runter. Nein, halt nicht. Kriegt wieder zu viel Schaden. Hier brennt was. Wir auch gleich. War das hier das Schulgebäude, wo wir mit Jade davor waren? Könnte sein, so bunt wie das da ist. Schule bunt. Parkplatz. Hilfe. Immer da, wo viel Müll angehäuft wird, da kann man sich reinfallen lassen. Sind das hier die Treppen, die hier hochführen zu dem Gestein? Da kommt mir gerade eine Erinnerung hoch. Nee, oder ist das doch nicht hier? Sieht nicht so aus. Nee, ist woanders. Nee, da habe ich mich woanders gewähnt. Die sonnigen Apartments. Moment, Blümchen. Konnte man ja auch einsammeln. Blümchen. Zu viel Wurfhaken spielen raubt mir aber, glaube ich, den Spaß. Weil dann kommt man überall hin. Was ja nicht verkehrt ist, aber irgendwie ist es dann gefühlt etwas zu einfach. Sagt mir mein Gefühl gerade. Man könnte es zerlegen für Metallteile. Batz. Macht viel mehr Spaß, als sich mit dem Wurfhaken irgendwie sicher runterzuhauen.
Nehme ich mit. Dietriche noch. Ui, eine Scheppich, wollte ich sagen. Machete. Eine orientalische Machete. Klebeband. Ah, Sprühdose, super. Und Blechdose. Schwer. Da geht's los. Zack. Ein Stemmeisen, so ein Brecheisen. 1000. Wo ist das dumme Waffending? Handling 60. Ist das zweihändig? Könnte man eigentlich auch mit einer Hand bewegen. Ah, genau, das ist die Quarantänezone mit dem Rauch. Die haben wir, glaube ich, damals als erstes gemacht. Hier nehme ich noch mit. Gibt's mit. Das ist die Quarantänezone oder das, was ich, wenn ich an Quarantänezone, woran ich bei diesem Spiel denke, eben an die mit dem Rauch, die wir auch nicht abgeschlossen haben, wo ich rein bin und dann wieder gegangen bin. 2, sehr schön. Also hier los. Oh, das Licht wieder aus. Strom sparen. Wie sie alle langsam rüberkommen. Moment, da könnte man aber 4 einsammeln, recht schnell. Dann sammle ich hier jetzt gleich noch diese Folge ein und nehmen uns die Quarantänezone komplett in der nächsten Folge vor. Als Kompromiss für diesen... Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Für diesen Überzug von der letzten Aufnahmesession und eben auch... Kack, jetzt stehen wir gleich alle. Und auch letzte Folge war es ja auch, glaube ich, 2 Minuten drüber, ne? Das kann ich ja nicht machen. Scheiße, es wird mir zu viel. Bekomm keinen Todesstoß mehr hin. Wir dürfen ja auch nicht aufstehen. Au, 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 au. Tut mir auch gleich au. Au, 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 au. Bäumchen, jetzt nicht sterben. Puh. Okay, der ist sehr alleine. Den haben wir exponiert. Schnell hin, den können wir auch noch bekommen. Na, ah, ich drehe den ganzen anderen Mist. Scheiße, da kommt wieder jemand drüber. Fang aber gar nicht an zu britzeln. Oh. Nächstes Medkit. Die beiden, die ich hier gefunden habe, gleich wieder weg. Super. Nur für so ein bisschen Kaffee und. Ah. Ärgert mich jetzt wieder. Weil ich mich so blöd angestellt habe. Ah, falsche Taste. Ah, oh, das war schön. Das heißt, keine Ausgleich. Scheiße. Jetzt muss hier mindestens einmal Müll und einmal Alkohol dabei sein. Ein Stück weggehen. Wenigstens eine Schnur. Ich meine, dass hier ist diese Rauch-Quarantänezone. Mal gucken, ob sie es doch nicht ist. Alkohol, das Problem ist immer Müll. Zigaretten kann man verkaufen. Ah, wenigstens einmal. Dann bekommen wir damit wieder 2 rein und haben dann doch letztendlich mit den beiden, die hier drin waren, ein Plus gemacht. Da ist nicht noch eins drin, oder? Ich kann da nicht rein. Habe ich jetzt hier noch irgendwas vergessen? Tarnung. Kommt kein neuer an? Okay. Ich denke mal, in der Quarantänezone wird nicht viel los sein. Da werden keine extrem schlimm drin sein. Was steht hier normal? Nee, hoch. Steht immer hoch, hä? Bisher glaube ich immer hoch. Wobei die letzte Quarantänezone, der Hellbergtunnel, am gefühlt
schwierigsten war, weil die unendlich nachkamen. Na gut, dann habe ich die Folge doch auf 40 Minuten getrimmt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in den sonnigen Apartments. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.